Schulgemeinschaft des Dombosco-Gymnasiums. Ich grüße euch vom Neusiedlersee. Genau gesagt vom Jolser Hafen, mitten im Schilfgürtel. Die Verantwortlichen eurer Schulbibliothek haben mich gebeten, auch einen Beitrag zu gestalten. Und das tue ich natürlich gerne. Kalt ist es und finster wird es auch schön langsam. Kommt, wir gehen nach Hause. Geht. So, hier ist es gleich viel gemütlicher. Dritter Adventssonntag. Gaudete. Freut euch, so gut es halt geht in dieser fordernden Zeit. Lasst euch nicht entmutigen. Haltet fest an ein paar Gewissheiten, wie zum Beispiel: Das kleinste Licht ist stärker als die größte Dunkelheit. Vielleicht haben sich manche von euch gefragt, was wohl aus den kleinen grünen Chili-Pflänzchen geworden ist, die ich im ersten Lockdown im Frühling in den Garten gepflanzt habe. Nun, es war ein schöner Sommer dann und im Herbst gab es dann eine reiche Ernte. Achtung, sie sind sehr scharf. Aber in Wokgerichten und im Erdäpfelgulasch zum Beispiel sind sie wunderbar. Und sie enthalten, das ist das Schöne, unzählige kleine Samen für die nächste Aussaat im kommenden Frühling. Und so schließt sich der Kreis. Der Kranz. Corona. Übrigens, lesen hilft immer. Oder vorlesen. Vielleicht gibt es in eurer Familie Familienmitglieder, die nicht mehr lesen können oder noch nicht lesen können. Fragt sie einfach, was sie ihnen vorlesen sollt. Juli C. hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Alle Jahre wieder. Ein ziemlich passender Titel zu dieser Jahreszeit. Aber heuer? Die Zwillingskinder Lena und Josch haben bereits das letzte Adventtürchen geöffnet. Die Kekse sind alle gebacken und dann der übliche Spaziergang bis zur Bescherung, bei der plötzlich alles anders ist. Unter dem Christbaum liegt nämlich, echt krass, kein einziges Geschenk. Auch am ersten und zweiten Weihnachtstag kein noch so klitzekleines Päckchen in Sicht. Aber nicht nur bei den Zwillingen ist Weihnachten heuer ausgefallen. Auch bei ihren Freunden gibt es keine Geschenke. Außer bei, ja, das müsst ihr selber lesend herausfinden. Ich wünsche jedenfalls euch und euren Familien und Freunden ein Weihnachtsfest, das reich ist an Geschenken jeder Art und ein gutes, glückliches sowie gesundes Jahr 2021. Auf Wiedersehen. Danke an meine wunderbare Kamerafrau.